Good morning from the Dag Nummer 28 in dieser Serie der Kolossa, der Ieeschtjebuarna. Jetzt haben wir geredet von einer falschen Lehre, was wir nennen Asceticism. Und das ist eine Lehre, wo Menschen sich alles Gute im Leben aufsagen sollen, mit der Hoffnung, dass dort soll ihr Dollar jestlich merken. Nun, wir haben die vorher gemerkt, mit den ersten zwei Kapiteln endet Kolossa-Brief. Und das wird der theologische Part von dem Kolossa-Brief. Nun, als wir auch wiedergehen in der zweiten Hälfte von dem Buch, wurde gleich einmal ein kleines Getreide in einen Überblick geben, über was wir bei so weit gelehrt haben in dem Brief. Nun, wir haben ein Teil verschiedene Dinge gelehrt, aber ein von denen, dort ist, wir haben gelehrt von verschiedenen Lehrern, wo Paulus das abnahm in dem Brief. Wir lehren von einem Mann mit dem Namen Epaphras. Hier wir da, was wir glauben, hat der Kjoakj in Kolossa angefangen. Wir haben auch gelehrt von einem Mann mit dem Namen Tychicus. Hier wir da, den Paulus brücken da, um das Brief nur den Kolossa heranzubringen. Und wir haben gelehrt, dass wir ein beides vertrauensvolle Person, die Paulus können brücken und weiten, dass von hier, wo diese Menschen irgendwo anstellen, da würden die Arbeit gut tun, sodass Gott wird geirrt worden durch dich. Die werden treu an der Arbeit. Und dann haben wir uns selbst gefragt, ob wir auch so eine Arbeit sein. Nun, Paulus hat auch das klar gemerkt, durch diese zwei Kapitel, dort Jesus ist der einzige steht, wo wir nur sehen dürfen, für die Rettung. Er ist der Schöpfer und Urheber von alles, was existiert. Er ist Gott, er ward Fleisch, er ward ein Mensch und wohnt mag uns, und dann starb er in unser Steht für unsere Sinnen. Er ist der Ieeschtjebuarna über alle Kreaturen, über alles, was dort jäft, dort meint er ist über alles und er ist für alles. Du hast nicht, was gut bitte am ist oder nicht, was fair am ist. Er ist dort geratzte. Nun, wir haben auch gelehrt von dem Problem, was hier so in der Kirche war. Das Problem war, dass wir ein Teil verschiedener Lehren und Glaubens, die proben sich diese in der Kirche nennen zu finden. Die Menschen proben dort durchzustellen, dort, du seid andere Wege zu der Rettung. Oder die würden verschiedene Ersatzen proben, die den Menschen ablehnen, die sollst dit tun, die sollst jant holen, die sollst diese Dinge tun, die sollst dit selbst aufsagen, um die Selbstdollar jährlich merken. So eine Dinge habe ich von gelehrt. Wir haben gelehrt von Philosophie von Menschen, wo sozusagen die Arbeit oder den Werk von Christus die zu nichts merken. Wegen der Seiten, du fehlt noch das Wort. Ja, Jesus ist vielleicht gestorben, aber du fehlt noch das Wort. Und wenn wir dort sein tun, dann tun wir Christus seine Arbeit zu nichts merken. Aber Paulus, er hat all diese Gedanken in der rechten Platz gesagt. Er sagt, das ist falsch. Das ist alles falsch. Jesus ist genug. Ab hier nur alles andere Dinge kicken, das andere Sterne, das andere Personen, das andere Worten. Ab hier nur dort kicken für die Rettung. Jesus ist genug. Da Jesus war an diesem rechten Platz handstand. Da Jesus war erheben in dem persönlichen Leben und da Jesus war erheben in der Kirche. Ihr Leben im Gerücken Gottes. So wie kann sagen, durch diese zwei Kapitel, dort Theologie, dort ist wichtig. Was wir glauben über Jesus beeinflusst, wo wir leben dürfen. Falsche Glaubens leiden zu einem falschen Leben. Und so hier ist meine Frage für die von dir. Was glaubst du über wer Jesus ist und was Jesus tut? Ich glaube, dass es gut ist, dass wir uns selbst nochmal diese Frage stellen. Und ich glaube, dass es gesund für uns. So, du dir abrechtig Frage, wo glaubst du über Jesus, wer er ist und wo beeinflusst dort, wo du leben lässt. So, möge Gott dir segnen, wir sehen uns morgens und dann fangen wir an mit der zweiten Hälfte von der Predigt.